und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr dabei eingeschaltet habt. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon erkennen könnt, trage ich wieder die gleichen Klamotten. Ich drehe nacheinander ein paar Videos ab, weil ich gerade Bock drauf habe und weil ich gerade ein bisschen lustig bin. So, ich stelle euch jetzt auch ein bisschen näher vor, vielleicht damit ihr mich besser sehen könnt. Es geht heute... Heute mal nicht um Bücher und heute mal nicht um gekaufte Bücher, Gott sei Dank. Es geht heute mal um ein Thema, was ich persönlich ganz, ganz cool finde. Und da wollte ich euch heute mitnehmen, oder nicht mitnehmen, mit euch drüber reden. Es geht um das Jahr 2019. Es ist bald vorbei. Oh mein Gott, wie schnell geht die Zeit vorbei? Ich kann es wirklich nicht fassen. Ich weiß, es ist eine Überforderung für mich persönlich. Die Zeit rast immensens. Eben hatte ich das Gefühl gehabt, wir haben Oktober und jetzt haben wir Dezember. Heute ist der 7. Dezember und ich frage mich immer, wo bleibt die Zeit hin? Und ich bin, wenn die Leute, die sind schon im November schon oder im August schon dabei, in Weihnachtsstimmung zu kommen, da bin ich überhaupt noch nicht dabei. Und wenn jetzt schon Weihnachten, also wir sind ja kurz vor Weihnachten, der 7. Dezember, und alle schon so fast Weihnachtsstimmung und haben alle schon hier präpariert und vorbereitet und alles, also präpariert habe ich ja schon, aber geschmückt halt das Ganze und ich bin überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung, überhaupt nicht. Und ich kann es wirklich nicht fassen, dass bald 2020 ist. Und das macht mir so ein bisschen Angst, ich weiß nicht, wie es euch damit untergeht, schreibt mir mal bitte unter die Infobox, wie ihr das seht. Auf jeden Fall möchte ich euch gemeinsam mit euch das Jahr 2019 und auf 2020 angehen. Das heißt, ich habe mir hier in diesem schönen Glas, habe ich jetzt mal ein Glas reingepackt, Fragen gestellt, die möchte ich mit euch zusammen beantworten. Falls du ganz gerne wissen möchtest, was für Fragen es sind und wie ich das Ganze beantworte, dann würde ich sagen, bleib einfach dran und es sind gefühlt 12 Fragen und ich habe mir ganz, ganz viele Fragen rausgesucht. Ich hatte, das ist ganz spontan entstanden. Ganz, ganz viele Fragen rausgesucht zum Thema 2019, was in diesem Jahr passiert ist und all pipapo. Und ich ziehe mir jetzt eine Frage raus und beantworte die. Vielleicht werde ich das Video halbieren. Mal gucken, wie ich da drauf bin. Also es sind ganz, ganz viele Fragen zum Thema. Und ich möchte euch jetzt nicht die Spannung verderben, deswegen ziehe ich mir jetzt eine Frage raus. Genau. Damit ich habe das jetzt so reingepackt und die Fragen so reingestellt, weil das ist schon mal so ein bisschen, macht ein bisschen spannender, ne? Weil wenn ich das in den Händen halte, seht ihr das nicht. Und ich finde, das macht so ein bisschen spannender. Deswegen, also nicht wundern. Ich hoffe, das ist spannend. Genau. Ah, das ist gut. Also die Fragen sind durchmixt. Ich werde sie nicht in der Reihenfolge machen. Ich werde sie durcheinander vorlesen und so nach Motto, wie ich die gezogen habe. Und euch was vorlesen. Genau, die erste Frage ist... Was wünschst du dir im neuen Jahr? Eine schöne Handschrift habe ich, ne? Ja, was wünsche ich mir im neuen Jahr? auf jeden Fall wünsche ich mir, dass ich positive Menschen anziehe. Dass ich Menschen anziehe, die sich für mich interessieren. Dass ich Menschen anziehe, die die gleichen Interessen haben wie ich und auch wirklich bereit sind, sich mit mir zu treffen. Ich wünsche mir ein positives Jahr, ein Jahr, in dem ich wirklich positive Dinge erlebe, teilweise positive Dinge, aber teilweise negative Dinge, aber eigentlich vermehrt positive, weil dieses Jahr war es tatsächlich nicht gerade positiv und ich wünsche mir einfach ein erfolgreiches Jahr, ein Jahr, in dem ich ganz viele Kartenlegungen anbiete, beziehungsweise biete ich auch an und dass das gebucht wird, dass es ausgebucht ist, das darf man ja mal so sagen. Dass ich ganz viele liebe, nette Menschen kennenlerne, dass ich eine liebe Community habe, das wünsche ich mir auch von ganzem Herzen. Ich rede nicht mehr um den heißen Brei herum. Ich wünsche mir auf jeden Fall Friends, Menschen, mit denen ich mich regelmäßig treffe, mit denen ich rausgehen kann, mal den Alltag vergessen kann und den Job mal Job sein lassen kann und einfach vertrauen kann und... Gesundheit, vor allem Gesundheit und dass ich halt auch
ich glaube auch in dem Sinne auch ein bisschen vielleicht mit meiner Entwicklung vorangehe. Ich glaube, das wünsche ich mir, dass man mit der Entwicklung vorangeht. Das heißt einfach, dass man sich mit Informationen, Informationen weitergibt, würde ich schon sagen, sich Informationen holt, lernt und herausfindet und daraus dann für sich seine eigene Meinung bildet oder für sich sagt, okay, das ist für mich stimmig und das ist für mich nicht stimmig. Das wünsche ich mir. Also Gesundheit für allen Menschen an euch, auch vor allem da draußen, ganz viel Liebe. Eine Partnerschaft, vor allem jemanden, dem ich vertrauen kann, mit dem ich durch dick und dünn gehen kann und den ich endlich mal eine Partnerschaft habe, in einer Beziehung zu sein, eine glückliche, liebevolle, harmonische Beziehung. Ich wünsche mir liebevolle Seiten, vor allem auch wieder, dass die Familie zueinander zusammenwächst, dass diese ganzen Fake-Menschen, die mit denen die zusammen sind, einfach mal auseinanderbrechen und nicht an irgendjemanden gerichtet, sondern speziell aus der Familie, dass die mal endlich mal die Wahrheit erfahren oder dass das dieses Fake-Gesicht endlich mal rausfällt, Poker-Gesicht. Und dass dadurch dann, dass die Familie zusammenhält, dass die Familie mehr füreinander da ist, keine grobe Gewalt wie dieses Jahr und emotional und so, sondern wirklich, dass sie zusammenhält und Gesundheit und Liebe und Erfolg. Also das ist das, was ich mir wünsche. Mal schauen, was sich das alles... Ja, vielleicht auch ganz viele Bücher geschenkt, aber ihr wisst ja. So, ich ziehe mir jetzt eine zweite Frage raus. Ihr könnt ja natürlich darunter schreiben, mal was ihr denn fürs nächste Jahr wünscht. Okay, jetzt kommen wir zu der nächsten Frage. Die ist ein bisschen emotional, finde ich. Für mich persönlich, was ist in diesem Jahr Unschönes passiert? In diesem Jahr ist, ich weiß nicht, ob ich euch da ein bisschen erzählt habe, es gab einige Situationen, die Unschönes passiert sind. Man hat eine Geburtstagsfeier organisiert und man hat Leute eingeladen und ich fand das sehr, sehr unschön, dass Menschen dann gesagt haben, ja, wir freuen uns, wir kommen. Und dann wiederum hieß es ja, sie kommen nicht, weil aus irgendeinem Grund heraus. Und es waren sehr, sehr viele Menschen wohl aus meiner Umgebung, wo ich eingeladen habe, gesagt habe, du komm vorbei. Es wäre schön, wenn die Leute endlich wissen, dass ich meine Freundin habe oder jemanden kennengelernt habe, der vielleicht demnächst mal irgendwann mal in 10 Jahren meine Best Friend wird. Und das fand ich sehr unschön, dass da keine von meinen Friends an meiner Birthday Party schon wieder nicht gekommen ist. Also keine Sau. Geburtstage feiern wir immer ohne Freunde, was dermaßen scheiße finde und traurig finde. Das ist was Unschönes und was auch Unschönes passiert ist, dass wir Botschaften bekommen haben von der geistigen Welt, so innerlich, also ob das von der geistigen Welt ist oder ob das von uns kam, dass jemand verstirbt und dass es demnach auch so passiert ist. Und auch dieses ganze Manipulationsteil, Narzissmus, du musst funktionieren, damit das Problem gelöst wird, das war nicht schön. Also was im Juli passiert ist, die engsten Freunde wissen das. Ich weiß nicht, ob ich das jemals in einem Video erzählt habe, ob ich das in einem der Videos erzählt habe, was wirklich im Juli passiert ist. Ich habe auch immer weiter Videos gedreht, weil das für mich ein Anker war, weil mich das zusammengehalten hat. Und das wisst ihr ja. Und was da im Juli passiert ist, das war sehr, sehr traurig. Weil ich auch alleine war und niemanden hatte, der mich wirklich mal festgehalten hat und mich rausgeschoben hat. Also solche unschönen Dinge sind in meinem Leben passiert. Okay, wir nehmen jetzt das nächste. Was darf mitkommen ins neue Jahr? Also, die Frage, wahrscheinlich werdet ihr denken so, was darf man jetzt mitkommen ins neue Jahr? Hä, da kommt doch jeder mit. Für dich hat aber natürlich was andere Bedeutung. Oder, ja.
Es geht eigentlich darum, dass man gewisse Dinge quasi im alten Jahr loslässt. Und was darf halt mitkommen im neuen Jahr, ist natürlich darauf die Freude, dass das neue Jahr beginnt. Und ich glaube auch die Liebe, denn Liebe heilt alles. Was mitkommen darf, sind, finde ich persönlich, die richtigen Menschen, die wahren Friends. Die Freunde, die zu dir stehen, die zu dir halten, die in der Situation für dich da gewesen sind, die dürfen mitkommen. Liebevolle Freunde, liebevolle Personen dürfen mit ins neue Jahr kommen. Meine Engel kommen mit ins neue Jahr. Bei denen gibt es ja kein neues Jahr und kein Geburtsdatum und keine Uhrzeit und so. Genau. Und was darf noch mitkommen? Natürlich auch. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Es könnte jetzt sein, dass ich irgendwann mal später her vor dem Fernseher sitze und denke so, oder vor dem PC sitze und denke so, das könnte auch noch mit ins neue Jahr kommen. Aber ich wollte mich nicht vorbereiten, ich wollte das einfach ganz spontan machen, also nicht wundern. Genau, ich denke mal, die richtigen Freunde, die richtigen Personen dürfen mit ins neue Jahr. Liebevolle Freunde, liebevolle Freundschaften, die wahren Freunde, den richtigen Partner, die dürfen mitkommen ins neue Jahr. Alles andere darf da bleiben. Also alles Schlechte im alten Jahr stehen bleiben und alles Neue, Frische, Glückliche, Zufriedene mit im neuen Jahr. Und auch ein neuer Job kann auch mitkommen. Oder Erfolg darf auch mitkommen. Kartenlegung dürfen mitkommen. Übertreiben das jetzt mal. Also wir nehmen jetzt nochmal ein. Die nächste Frage ist, was sind deine Ziele im neuen Jahr? Okay, das ist eine Frage, wo ich wirklich auch überlegt habe. Moira, was sind deine Ziele? Und ich weiß nicht, ob man das auch noch identifizieren kann mit den Wünschen. Mein Ziel ist für das kommende Jahr, das hatte ich auch schon letztes Jahr vorgehabt, also dieses Jahr vorgehabt, habe es aber Gott sei Dank, oder Gott sei Dank, leider Gottes nicht geschafft, so rum. Mein Ziel dieses Jahr für das nächste Jahr ist wirklich einmal aufhören, Alkohol zu trinken. Ich bin ein spirituelles Wesen. Ich beschäftige mich mit damit. Ich sage das immer in jedem Video. Das kommt immer so raus. Und ich möchte mehr mit meiner Hellfühligkeit, mehr mit meinem Hellsehen üben. Wenn ich mit durch Schokolade und Alkohol zu mir nehmen würde, erstens macht das alt, macht es dick und wobei, das kann man jetzt auch wieder umändern, wenn man mit Glaubenssätzen daran arbeitet. Aber gehen wir davon aus, das macht dick, alt, hässlich, schrumpelig und so weiter, würde das meine Chakren verstopfen. Und demnach ist es wirklich so, ich habe früher, ich weiß nicht, als ich jung war, habe ich angefangen mit 10 Jahren eine Diät zu machen und bis 17 Jahren. Und ich weiß nicht, ob ich wirklich viel Schokolade gegessen habe oder ob ich gar keine Schokolade gegessen habe. Aber ich weiß, zu dem Zeitpunkt hatte ich die prophetische Träume. Und das war für mich prophetische Träume. Ich glaube, ich habe da auch eine außerordentliche Erfahrung gesammelt, weil ich keine Schokolade gegessen habe und kein Alkohol. Und demnach ist mein eines meiner Ziele, kein Alkohol, keine Schokolade, wirklich keine Schokolade. Vielleicht wirklich, also kein Duplo, keine Süßigkeiten, die aggressiv sind, wie Hanuta, Duplo, Kinderriegel, Haribo. Haribo esse ich sowieso nicht, aber sowas. Vielleicht so Schokolade, die nicht aggressiv hergestellt wird. Dieses industrielle Fertigzeug ist ja wie Milchschnitte, Duplo, Hanuta, so ein Scheiß. Sondern so wirklich eine Tafel Schokolade, die wirklich, wirklich bitter ist. Vielleicht sowas. Könnte vielleicht eine Ausnahme sein. Da muss ich aber noch gucken. Aber wirklich Hanuta Duplo, ich esse ja immer so einen Scheiß After Eight. Keine Schokolade und kein Alkohol. Habe ich anfangs geschafft. Anfangs habe ich geschafft, aber an meinem Geburtstag habe ich mir dann doch reingezogen. Weil ich dann auch irgendwann mal Schlafstörungen hatte und so weiter und dann hat man das getrunken, weil das so wie ein Seelenficky war. Sag ich jetzt mal, Seelentröster und demnach möchte ich das nicht mehr machen, auch Schokolade nicht mehr. Und was noch mein Ziel ist, ich nehme mir sehr viel vor, ich hoffe, das schaffe ich werde auch einen Planer stellen, ist demnach auch ein Buch, also wir schreiben ja die Bücher
und das habe ich, ich sage es immer wieder, ich schreibe ein Buch, Und dass wir mit den Erzengeln tatsächlich, Erzengel Gabriel ist dafür zuständig, der hilft dabei, dir mit der Geschichte fertig zu werden. Und ich habe ihm auch gesagt, du kommst bitte zu mir, sobald ich dich sehe, du, ich schreiben den ganzen Tag. Und wir hoffen, dass wir die beiden Geschichten, die sind eigentlich fertig, überarbeiten. Dann müssen wir noch Szenen ergänzen, dass wir das innerhalb von kürzester Zeit fertig schreiben. Das sind unsere Ziele. Also zwei Bücher innerhalb kürzester Zeit fertig schreiben und halt aufhören Alkohol und, also wir trinken eh nicht jeden Tag Alkohol, wir trinken auch nicht jede Woche, nur Weihnachten, Geburtstage, aber generell wirklich damit aufhören. Vielleicht gab es auch mal hin und wieder mal, einmal im Monat mal was, Geburtstage oder mal Glühwein oder so, aber wirklich konsequent nonstop aufhören. Genau, das ist unser Ziel. Weitere Ziele könnten noch folgen. Was hast du in diesem Jahr gelernt? Ja, meine Kamera. Was hast du in diesem Jahr gelernt? Dieses Jahr war ein Jahr der Tortur, des Schmerzes und Lernerfahrungen. Dieses Jahr sind sehr, sehr viele berühmte Schauspieler gestorben und das werde ich wahrscheinlich auch in einer der Fragen auch nochmal beantworten. Und ich habe gelernt, dass das Leben zu kurz ist. Und zwar wirklich zu kurz. Sage nicht immer, ja, mache ich jetzt, mache ich morgen, mache ich übermorgen. Fang jetzt an und hör nicht auf. Und das zweite Ding, was ich gelernt habe, ist, ich habe immer gesagt, wann bin ich denn endlich mal an der Reihe? Wann komme ich ja nicht zu dem, was ich kommen möchte? Und das habe ich, jetzt habe ich es gelernt, für mich selber zu sagen, du, jetzt, Punkt. Scheiß auf andere, scheiß, was andere Leute zu dir sagen. Du kümmerst dich jetzt um deinen Seelenkram, weil sonst verreckst du daran, weil du nicht das machst, was du seelisch möchtest. Wenn du deinen Seelenkram nicht machst, wirst du unglücklich. Und da, ich bin unglücklich geworden, weil ich meinen Seelenkram einfach immer beiseite geschoben habe und einfach immer funktioniert habe. Und für mich habe ich jetzt gelernt, mach deinen Seelenkram jetzt. Findest du schon wieder? Mach deinen Seelenkram und fertig. Also jetzt starten und nicht... Das war immer so ein Gefühl, warum ich jetzt sage Seelenkram, wann komme ich endlich dran? Es gibt kein Wann, es gibt ein Jetzt. Und jetzt in diesem Augenblicken. Jetzt anfangen und nicht beiseite schieben und sagen, ja, ich mache jetzt das, um andere Leute zu gefallen oder andere Leute zu lieben und ihnen zu zeigen, dass ich sie lieb habe oder zu funktionieren, sondern jetzt ist der Zeitpunkt und nicht morgen, übermorgen, nächstes Jahr, sondern jetzt, gerade jetzt. Und man verschiebt die Dinge immer, weil man denkt, man hat genug Zeit, aber irgendwann mal hat man nicht mehr genug Zeit und irgendwann mal steht man da und denkt man so, hätte man das doch gemacht. Deswegen auf die Frage hin. Die nächste Frage, das ist auch eine wichtige Frage, das, was ich in diesem Jahr mir persönlich stelle. Gab es einen Moment im Leben, in dem du dich alleine, also gefühlt, alleine gefühlt hast? Ja. Dazu habe ich ja auch mal was gesagt. Als ich den Stress hatte, weil ich aus diesem Roboter-Hamsterrad ausgebrochen bin und Stress hatte und ich war wirklich so, ich habe immer funktioniert, ich habe nicht wirklich mich selbst geliebt und demnach möchte ich das auch nochmal in nächstem Jahr mitnehmen, mich selber zu lieben und mich davor zu schützen vor negativer Energie, nochmal dazu. Und da ich Angst hatte und Sorgen hatte und ein Pipapo, die Leute haben immer gesagt, ja, geh dahin, geh dahin. Aber so wirklich Freunde, die wirklich zu dir kommen und mit dir Zeit verbringen und dir dabei helfen, da habe ich mich alleine gefühlt. Ja, ich habe mich alleine gefühlt. Und ich habe mich wirklich gedacht, die Menschheit ist scheiße. Ja, leider Gottes. Aber mehr muss ich auch nicht drüber. Näher drauf eingehen. Die nächste Frage ist, rückblickend auf das Jahr 2009, nenne
zwischen ein oder drei Wörter, Emotionen, wie das Jahr für dich insgesamt war. Okay, drei Emotions. Können immer drei Emotionen. Man kann das jetzt Emojis nehmen oder Emotionen. Einfach nimm mal drei Wörter nehmen. Gute Frage. Also das erste Wort, was mir jetzt gerade so spontan einfällt, krass. Es war ein krasses Jahr. Es ist jetzt kein Emotions, es ist auch kein... Ja, ich glaube, das kann man beschreiben. Es ist krass, aber so wirklich krass. Danke, dass du mir ein Zeichen gibst. Das zweite, was mir eingefallen ist, ist traurig. Genau, weil man alleine gelassen worden ist. Weil man nicht akzeptiert worden ist, wie man ist. Weil man einfach immer wieder auf die Fresse gefallen ist. Und weil man denkt, man hat nette Menschen kennengelernt, die für einen da sind und die dann doch gegangen sind, die abgehauen sind und immer wieder, die Personen sind immer gegangen, also egal wie viele Leute gekommen sind und gegangen sind, die haben sich dann einfach verpisst, ohne zu sagen, okay, tschüss, es tut mir leid, das passt jetzt nicht mehr, sondern einfach gegangen und da war man traurig. Und ich glaube, das dritte, das spiegelt, glaube ich, den letzten Abschnitt von Oktober bis in Dezember, die Heiterkeit, / die Freude darauf, jemanden was zu beschenken, sich kreativ auszutoben, dass es wieder einem besser geht und Heiterkeit, weil es einem wieder besser geht, weil man vorher so in einer destruktiven, negativen Phase war und jetzt geht es einem wieder besser. Dank der Engel! Möchte mich bei meinen Engeln nochmal bedanken, dass hier ohne euch wäre ich nicht am Leben. Vielleicht wäre ich wirklich durch einen Herzinfarkt gestorben oder sonst was. Ohne euch wirklich. Ihr seid meine Menschen. Also meine Engel haben mich aus meiner Scheiße gerettet. Danke, dass es euch gibt. Heiterkeit, weil die Engel mir immer eine Freude gemacht haben und weil sie mir immer bei mir gestanden haben und weil sie für mich da gewesen sind. Nicht die Menschen, sie waren für mich da. Ich glaube, das war's, ne? So eine Art. Was soll im neuen Jahr nicht erfüllen? Also ich möchte im neuen Jahr nicht mitnehmen oder das soll nicht erfüllen, dass die gleiche Scheiße passiert wie in diesem Jahr. Dass ich genau in dem Moment, in dem ich gerade mittendrin bin, gerade dabei bin, mich kreativ auszutoben, Freude zu empfangen, Freude zu haben, Spaß zu haben, dass dann wieder dieser Mensch kommt, der wieder negativ ist und der dich wieder runterzieht, wo du dann wieder anfängst, deine Selbstliebe wieder in den Keller zu schieben und den Tor abzuschließen und wieder in die Depression fällst. Das möchte ich vertunlichst meinen. Ich wünsche mir einfach, dass nächstes Jahr wirklich so bleibt, wie es jetzt gerade in diesem Moment ist, dass meine Mutter aufhört zu manipulieren, dass ich einfach sage, ich nehme dich so, wie du bist, akzeptiere mich, beziehungsweise ich mich so nehme, wie ich bin, egal was meine Mutter sagt, meine Mutter kann von mir sagen, was sie will, es interessiert mich nicht, ich nehme mich so hin, wie ich bin, ich akzeptiere mich, ich nehme meine Selbstliebe mit ins neue Jahr, werde dieses weiter anknüpfen, verstärkt durch die Engel und möchte diese Stresssituation nicht nochmal im neuen Jahr haben. Ich möchte einfach, dass im neuen Jahr wirklich Friede ist und Freude ist und Akzeptanz ist, Liebe ist, Selbstliebe ist und dass dort harmonisch zugeht. Also no more stress, no more fight, no more Hass, Wut, Zorn, sondern wirklich, dass die Familie wirklich endlich zueinander findet. Weil manchmal hat man wieder das Gefühl, es fängt wieder damit an und dann man muss wieder zurück zu seinen Wurzeln starten. Immer ganz, ganz wichtig auf eure Selbstliebe. Liebt euch selbst. Scheiß auf andere. Welche Ziele hast du dieses Jahr erfüllt? Habe ich einfach ein Ziel erfüllt? Ich hatte dieses Jahr keine Ziele. Ich wollte eigentlich aufhören, Schokolade zu essen.
beziehungsweise aufhören, Wein zu trinken. Habe ich nicht erreicht. Ich wollte dieses Jahr tatsächlich einmal ein Buch schreiben. Ich schaue immer in diese Richtung, weil ich immer eine Gestalt gesehen habe. Das muss ich übrigens gleich mal aufschreiben. Sag mir bitte, dass du gleich nochmal da bist. Dieses Jahr habe ich wirklich nichts erfüllt. Ich glaube, ich habe an meiner Geschichte gearbeitet und das war wirklich gut. Und was ich dieses Jahr auch, glaube ich, das war auch kein Ziel. Aber ich habe für mich die Notbremse gezogen und gesagt, nein, jetzt mach mal das, was deine Lebensaufgabe ist. Weil wenn du deine Lebensaufgabe nicht erfüllst, kann es sein, dass du wieder auf die Erde kommst und wieder die gleiche Scheiße anziehst und dann lernst du wieder nichts draus. Und ich glaube, das ist das, was ich erfüllt habe. Habe ich irgendein Ziel erreicht? Ich glaube nicht. Gab es einen Moment, in dem man dir die Augen geöffnet hat? Ja, es gab einen Moment, in dem man mir die Augen geöffnet hat. Das war der Moment im Juni. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe euch das Video noch nicht gezeigt. Ich glaube, das Video habe ich gelöscht. Es war an dem Tag, als wir diese Feier hatten, Hochzeitstag. Da habe ich was über meine Großeltern erzählt und das wollte ich euch nicht mitnehmen. Und dementsprechend habe ich das tatsächlich sein gelassen. Und da ist eine bekannte Schauspielerin gestorben, die ich absolut geil fand, wirklich. Und da hat man mir die Augen geöffnet. Und wo es dann wirklich bestärkt nochmal die Augen geöffnet worden ist, war der Moment, als Ingo Kantorek, das muss ich jetzt ganz klar sagen, wo er auch gestorben ist, wo ich dann wirklich gesagt habe, Moira, du hast die richtige Entscheidung getroffen, das Leben ist zu kurz, irgendeinen Job zu machen, wo du überhaupt keine Freude hast, hör auf, dich zu verarschen. Ja, schau. So. Und da ist mir die Augen geöffnet und habe gesagt, das war die richtige Entscheidung. Hör auf dich zu lügen, hör auf dich zu verstellen. Du hast es richtig gemacht. Du kannst nicht nochmal irgendeinen Job machen, wo du dich und die Kinder gefährdest. Nein. Und egal welcher Job es ist, nein. Mach deine scheiß Lebensaufgabe, erfüll sie jetzt und dann geht es dir besser. Punkt. Da wurde man mir die Augen geöffnet. Was war dein schönster Moment in diesem Jahr? Mein schönster Moment in diesem Jahr ist. Ich glaube, das ist der schönste Moment in diesem Jahr, wo es in der Familie nach dem Stress vorbei war, wo es endlich, das war ein schöner Moment, wo ich ich hatte ja die Depressionsphase gehabt im Oktober und ne, von Juli bis Oktober und ich eine Täterheilung gemacht habe und da war es der schönste Moment, dass dann später her im November dann wirklich harmonisch zugeht. Die Familie war auf einmal liebevoll. Klar, es gab mal Reibereien mit meiner Mutter. Gar keine Frage, aber ich habe es immer gesagt, her problem. Aber es war harmonisch. Und da gab es nicht mal dieses Thema, funktioniere, funktioniere, funktioniere. Nein, gab es nicht. Und das war wirklich der schönste Moment, wo ich auch gelernt habe, Selbstliebe, was ist wirklich Selbstliebe, man kann auch immer Selbstliebe machen, aber dieses Affirmations-Glaubensmuster auflösen und der schönste Moment war auch, dass die Schilddrüse gesund ist. Das war der schönste Moment. Das zweitschönste Moment war auch mal 2 Tage